Hallo, kommt zurück zu Hearthstone mit mir Maru und meinem lieben Schatz, der Liana. Hallo. Hallo. Ja, die erste Runde war uns leider nicht vergönnt, unsere Weihe zu ziehen. Mal gucken, ob es jetzt anders aussieht. Oder ob wir zumindest unseren Robo-Ingenieur nicht in Runde 1 ziehen. Okay. Schauen wir mal. Merkt man schon direkt, wie einem die Heldenfähigkeit vom Magier fehlt in der ganzen Runde. Wir hätten einen Magier nehmen können. Ist richtig. Richtig, aber wir wollen ja nicht mit dem Karma spielen. Und schon wieder ein Paladin. Nützt Drucks. Gott. Ich würde alles weggeben. Wir brauchen dringend was Kleineres. Jetzt pass auf, jetzt ziehen wir nur große Kacke. Ja, Nein! wenigstens das Schaf. Ist halt Wuff! schade. Ist halt schade, dass wir zu dem Rüstmeister diese andere Fähigkeit zu bekommen haben, dass wir da die ganzen Heldenfähigkeiten aufs Feld kriegen. Er spielt die Münze und ruft sich ein. Eine Mikromaschine. Wir ziehen eine Ausbilderin. Da wir bis Runde 4 nicht wirklich was Sinnvolles spielen können, für jetzt die Heldenfähigkeit. Fertig. Er kann natürlich extrem viel Schaden machen mit dem 3-2er. Er wird es natürlich nicht entgehen lassen. Richtig. Richtig. Dann greif mit dem einen Einer den 2-2er an. Den linken. Ah. Ja, Na gut. sorry. Dann spiel War er mein scharf aus und die Fehler. Erlösung. Das halt so machen. Das ist jetzt in beiden Situationen recht. Er darf es nicht ignorieren. Aber er möchte uns natürlich auch vom Schaden ins Gesicht geben. Das heißt, egal wie er spielt, ist es für ihn ziemlich kacke. Er ist gierig. Er ist extrem gierig. So, die 5 Schaden nehme ich gerne mit. Umso besser, weil dann wird uns das Geheimnis nicht geprockt. Wir haben Hand auflegen, wir haben den Wächter, wir haben die Priesterin, das heißt, wir haben 18 HP, die wir jetzt wieder wegheilen können. Ja. Ja, dann mit dem Schaf in den Skottischschild reinlaufen. Kaboom. Und die violette Ausbilderin spielen. Fertig. Am liebsten natürlich, wenn wir die Sonnenläuferin mit dem Geheimnis wiederbeleben können. Gerade, wenn wir doch dann spielt den Grizzly aus und die winzige Beschwörerin und hau ihn rein ins Gesicht. So, wenn wir gleich noch drei Einerbären da stehen haben. Aber das ist ja gar nicht schlecht, weil der kann perfekt in den 3-5er reinlaufen. Genau. Das heißt, du schickst Bärchen und den 2-2. Warte, du spielst zuerst die Sonnenläuferin aus. Genau, schickst jetzt Bärchen und den 2-2 in den 3-5. Den 2-2 hinterher schicken. Hätte natürlich jetzt auch anders machen können, dass wir den 2-2 behalten. Aber ich habe lieber HP auf den 3-5er. Tötet jetzt Gott das Schild noch? Wir müssen den angreifen. Weil es beide Optionen. Wir hätten entweder zwei halb tote Viecher haben können oder eins fast ganzes. Und damit er mit der Weihe keinen Nutzen daraus ziehen kann, habe ich lieber diesen Weg gewählt, dass wir lieber ein gesundes Minion haben. Noch die Option, den 4-5er mit dem Rekombobulator umzukehren, falls er zu viel Schaden nimmt. Lasst mich nachdenken. Würde jetzt gerne versuchen, immer jede Runde Heldenfähigkeit zu spielen, damit wir vielleicht mit dem Rüstmeister irgendwo einen Nutzen rausziehen können. Mal gucken.
Er hat auf jeden Fall noch seine zwei Startkarten in der Hand. Sofern es kein Silence ist, ist uns das schon mal eigentlich gänzlich egal. Beim Goldschirm muss er so oder so vorbei. Er ist sich uneins, was er da spielen möchte. Okay. Okay, man möchte keinen Schaden nehmen. Ist ja durchaus bewusst. Aber, dafür haben wir gesagt, wir haben den Rekombobulator. Das heißt, falls er jetzt nicht angreifen sollte, töten wir mit dem 1-5er den 3-1er. 1-5 in den 3-1. Die Gerechtigkeit wird siegen. Genau. Ist den Rekombobulator auf den 1-2 anwenden. Was wir rauskriegen. Und sie wird zu. Ist ganz gut. Dann den 3-4 in den 3-3. Und Krokodil und Heldenfähigkeit. Und deswegen mag ich diesen Rekombobulator so sehr. Weil das Ding war eigentlich komplett nutzlos und wir haben es in was extrem Starkes verwandelt. Wenn er jetzt eine Weihe hat, ist natürlich schade. Dann können wir nämlich da nichts machen. Aber es ist keine Weihe. Minibot. Dann spiel die Heldenfähigkeit. Und den Rüstmeister. Okay. So, jetzt können wir. Was am dümmsten? Den 3-1, auf jeden Fall den 4-5. Da ist schon mal richtig. So. Dann möchte ich den 3-2 noch hinterher schicken. Genau, mal gucken, was wir für eine Karte kriegen. Knotkürmitte. Würde auch mit den beiden kleinen Viechern das 2-2-Ding töten. Lieber nur mal sicher gehen, dass er da keinen Stehen der Könige draufhauen kann. Und natürlich 6 Schaden ins Gesicht. Okay. Und es läuft ihn am besten damit. Haben leider keine Weihe hat, die auch so die Runde nicht ausspielen kann, ist das gar nicht so wichtig. Und den Karten, die wir haben, Spiel Handauflegung auf unser Gesicht. Okay, dann den 2-5 und den 1-1. Und den Rest in sein Gesicht. Ich will natürlich wieder seinen Bombenschmeißer raus. Mal sehen, was er diesmal trifft. Oh, heiße ich lieber. Hat noch 4 Mana. Ein Voodoo-Doktor. Und seine letzte Karte ist da. Okay, wir haben jetzt gerade 6 Schaden plus 5 Schaden plus 3 Schaden. Das macht nicht genug, das sind nur 14. Könnten noch mit dem Zwerg was nachholen. Das bringt uns gerade nicht. Wie könnten. Also den 3-1 und den 3-3, das ist ja schon mal klar. Okay, das Krokodil gegen das Gottesschild ist auch klar. Jetzt können wir mit dem 2-4 den 3-1er töten. Genau. Und mit dem 3-3 den 2-1. Ah, war jetzt natürlich wieder komplett schrecklich für uns, deswegen würde ich jetzt noch die Spinne ausspielen. Die hasserfüllte Schmiede. Und den Trock. Und 4 ins Gesicht. Weil damit ist eine Weihe für uns nicht mehr ganz so gefährlich, weil es bleibt ein Haufen stehen, der Trock wird sogar noch stärker. Und wenn wir den Robo-Ingenieur jetzt irgendwann ziehen sollten, können wir auch sowieso ihn komplett zur Verzweiflung bringen, weil wir x-tausend viele kleine Lepra-Gnome rumspringen. Melde mich zum Dienst.
Okay. Wir müssen den Sonnenbrunnen läuten. Okay. So, wir ziehen unseren Robo-Ingenieur. Raus damit. So, den 2-1 in den 3-2. Ganz recht. Genau. Damit kriegen wir jetzt zwei Lepra-Gnome. An die Kinder schon mindestens die Lepra-Gnome, umso besser. Dann würde ich jetzt den 4-1 in den 3-3 schicken. Und den 2-3 in den 2-2. Und 5 Schaden ins Gesicht. Dann haben wir eine kleine Lepra-Gnome-Armee. Das heißt, jetzt liegen jetzt allein schon 6 Schaden, die einfach auf dem Feld sind, wenn eine Weihe spielt. Gleichheit. Ja, das wollte er rumlegen. Ja, wollte zeigen, das habe ich noch gehabt. Sei du nur vorsichtig, wer hätte ich deine Weihe gezogen? Ja. Gut. Dann mal weiter. Genau das, deswegen mag ich den Rekombobulator und finde ihn auch einen der besten Minis in der Arena. Weil man halt bei den ganzen großen Kombokarten wie der Rüstmeister, der Priesterin, dem Wächter, kann man die so viel stärkere Minis verwandeln, wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben. Okay. Den Rüstmeister würde ich wieder wegschicken, den Rest behalten. Weil der Krabbler ist mit der Lösung gar nicht schlecht, gerade am Anfang. Damit haben wir eine perfekte Kurve. Jetzt auch nur die Erlösung spielen, außer wir ziehen den Krokulisten. Ne, dann die Erlösung spielen. Weil sowohl der Krabbler als auch der Panther sind mit Erlösung ziemlich gut, weil der Panther ist dann wieder unsichtbar. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall nochmal benutzen. Okay. Würde diesmal auf Kurve bleiben, würde die Spinne spielen. Weil er weiß jetzt nicht, was er damit anfangen soll. Soll er sie kaputt machen? Soll er sie stehen lassen? Weiß er nicht. Er möchte sie also stehen lassen. Gut. Dann spielst du jetzt einfach den Panther aus und haust sie ins Gesicht der Spinne. Er kann sich aber sicherlich nicht nehmen lassen, jetzt die Spinne zu töten mit der Heldenfähigkeit. Mit dem Schredder. Golem. Golem. Schredder ist was anderes. Ja, das stimmt. Die machen so ein Geräusch wie so ein Schredder. Ja, schon, aber Golem ist gut. Genau, und damit haben wir ganz viele kleine Spinnen. Gut. Das ist sogar perfekt. Damit können wir das ganze Board leer machen. Also im Spiel die Münze. Und den Frostwolf-Kriegsfürsten. Machen wir doch. Wir hätten ihn sogar noch stärker machen können, fällt mir gerade auf, aber ist egal. Wir hätten Hätte, hätte, Fahrradkette. die kleine Spinne, die vorher töten können, wäre nur 9 geworden. Auf jeden Fall den 4-2 in den 4-4. Und dann mit einer, wie die Spinne halt einsetzen möchtest, den 2-2 und den daraus kommenden 2-1 töten. Also Nochmal einfach bitte was? alle drei Spinnen in den 2-2. Genau, hier hätten wir den zum 9-9 machen können. Und das noch töten. Genau. Jetzt Machen wir müsste hier nicht. er seinen Attentat haben. Sonst ist er am Arsch. Dann nicht. Nur noch drei Mana.
Das reicht nicht. Ja, würde jetzt, da er keine Geheimnisse hat, die Mystikerin links neben die 1-1 setzen. Genau, und 9 Schaden ins Gesicht. Genau. Ob das wehtat? Ich glaube schon. Ich glaube, Ein wenn man genau wenig. hingucken würde, würde so eine kleine Träne runterlaufen. So von wegen. Au. So, jetzt bräuchte er Verrat. Wo er Verrat hat. Ich glaube, sonst wäre in dem Moment sogar besser gewesen, dass wir die Ausbilderin gespielt hätten. Weil die Aber können er nicht braucht einfach es so schon so lange, verraten. Ah, was er perfekt. Da damit war es hat. sogar richtig, wie wir es gemacht haben. Dann würde ich die Heldenfähigkeit spielen. Okay. Den Zwerg auf die 4-3 anwenden. Rechts daneben liegen. Rechts neben der Heldenfähigkeit. Genau. Und auf die 4-3, ne? Genau. Und den 5-5 töten. Genau. Und einen Schaden ins Gesicht. Hätte ich. Hat sich sogar ganz gut für uns gelohnt. Würde denn bis 8 Mal erwarten, dass wir die Priesterin und den Rekom Bobulator zusammenspielen können. Okay. Jetzt zieht ihr um 4 Schaden, aber macht ihr nicht schwächer, wirklich. Kommt uns ganz gelegen. Und jetzt will ihn, jetzt will er es wissen, macht ihn weg. Das war ihm zu viel mit dem Ding. Okay. Wir ziehen den Erntegolem. Passt perfekt. Ausbilderin und Erntegolem. Erntegolem in die Mitte von den beiden, ein-einern. Dass wir immer einen Einer zwischen den Viechern stehen haben. Mit dem 4-4 den 4-3 töten. Und 2 Schaden ins Gesicht. Genau. Jetzt haben wir 7 Schaden auf dem Feld. Das heißt, er hat nicht mehr ganz so viel HP. Der Wolf ist schon mal gut für uns. Oh, jetzt kann er die 3-5er töten. Damit können wir leben. Okay. In dem Moment schickt die beiden einen Einer in den 5-2. Genau. Jetzt kannst du mit dem 2-3 den 2-2 töten. Genau. Machen wir so, spiel die Priesterin der Elune aus. Und dann rekombobulatoriere sie. Und sie wird zu was Schlechterem. Klasse. Und versucht was weg. Ja, es gibt halt auch x-tausend viele bessere. Ja. Ich glaube, ist das sogar der schlechteste, der da rauskommen kann? Ich weiß gar nicht, was es 6-Mana-Karten gibt. Die Wahrheit ist mein Schild. Gut. Gut, es wäre, glaube ich, fast keine rausgekommen, die 6 HP hatte. Okay. Ja, dann schick beide. Also erst den 2-1er in das 4-5er rein. Kottesche platzen lassen. Schick den 3-2 hinterher. Und das 9-Mana-Spiel alles aus. Also Heldenfähigkeit, Beutehamsterer und Kodo. Wir brauchen jetzt irgendwas Großes auf dem Feld, was HP hat. Schlimmste Fall wäre Dolchfächer. Man hat immer noch die erste Karte, hat er von Anfang an in der Hand. Ein Panda. Natürlich sehr gut für ihn.
Okay, was ziehen wir? Am besten den Hammer. Der Rüstmeister. Den heben wir uns in der Runde auf. Dann ziehe ich erstmal eine Karte mit den 2-1 in den 4-5. Jetzt ziehen wir eine Weihe. Mit den Trock. Dann greife ich den 3-5, den 4-5 an. Und benutze jetzt Handauflegen auf deinen 3-1. Ist zwar ein bisschen HP-Verschwendung, aber wir brauchen die Heilung ja selber nicht. Genau, dann ziehen wir die Eule. Und spielen noch den Trock aus. Genau. Wenn er es möchte, könnte er seine AP jetzt auf 5 HP runterbringen. Dann müssten wir ihn nur noch zweimal Schaden geben lassen, dann wäre er auch tot. Okay, er möchte es sogar. Und nochmal. Aber diesmal haben wir einen Silence. Die Wahrheit ist mein Schild. Diesmal ist das egal, mein Freund. Okay, wir haben genau 6 Mana, das passt perfekt. Das heißt, die Eule auf die 4-5. Spiel die Heldenfähigkeit und leg unsere eigene Sonnenläuferin rechts daneben. Und 3 ins Gesicht. Das heißt, wenn er das kurze Schild mit seinem Gesicht kaputt machen möchte, hat er noch ein HP. Und muss das Board töten. Und wir haben immer noch über die Weihe und haben des Zorns 2 Karten, die ihn direkt töten. Hat er schon mal sich nicht getraut? Ausweiden. Ja, und sein Gesicht. Und damit ist Steh 1N. Hops. Gibt's nicht mehr genug Tour, ihn zu töten. Der Fiese. Besser. Gut. Allerdings ziehen sich die Matches mit dem Pala ewig in die Länge. Es ist schon wieder vorbei. Dank euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Dir, mein Schatz, natürlich sehr fürs Mitspielen. Mhm. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.